Ja, okay. Einen wunderschönen guten Abend im Wien-Museum. Willkommen. Mein Name ist Martin Bunzel. Ich habe die Ehre und Freude, diesem Haus vorzustehen. Und ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich bin gerade runter und rauf oder rauf und runter gelaufen. Aber ich freue mich riesig auf diesen Abend. Es ist ganz ungewöhnlich als Format, weil heute ist eine Ausstellungseröffnung, aber es ist eine ganz besondere Ausstellung und um das zu markieren, machen wir nicht, was wir normalerweise bei Ausstellungen machen, wo eigentlich meistens die Bühne dort ist und die Leute reden im Stehen, sondern wir machen ein Podiumsgespräch. Und zwar ist das dem geschuldet, dass die Ausstellung, die wir hier machen, eine Koproduktion und Kooperation ist mit ganz, ganz lieben Kollegen und Freunden. Und wir wollten die Komplexität dieses Projekts ein bisschen darstellen und nicht sofort alle Leute raufschicken in die Ausstellung. So machen wir das normalerweise. Normalerweise reden wir sehr, sehr schnell, damit die Leute gleich in die Ausstellung gehen und dann nachher feiern. Heute machen wir ein bisschen, lassen wir uns Zeit. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, da beginnt es schon einmal kompliziert zu werden. Wir eröffnen heute eine Ausstellung, die hat den Titel Fluchtspuren. Auf Englisch. Sollte ich das alles auf Englisch machen? I forgot. I was supposed to do all this in English. I will recap everything I said so far. Welcome. Okay. We are here tonight to celebrate and mark a truly special collaboration, a project that we undertook with five institutions. One of which is a fellow institution in Vienna, the Austrian Academy of Sciences, and four fellow museums in East Central Europe. And we're opening an exhibit that is complex and complicated, which is why we are actually starting with a panel discussion to disentangle some of the issues before we will send all of you guys up to the third floor to see the exhibit. The exhibit you're about to see is complicated in the sense that it is titled What Remains? Traces of Refugees. In German, we have a pithy. This is the rare situation where we have a short German title and a long English title. Normally, it's the exact opposite. English is very short and German is long. This time, it's the other way around, Fluchtspuren. And Fluchtspuren, that exhibit, is comprised in turn of two exhibits. One is called Being a Refugee, a European Narrative, and the other one is called An Interrupted Career, Lisa Jalowitz's Sketches for the Theater. We're opening both of these exhibits tonight, but the focus of the presentation tonight is the first project, and that's the truly remarkable project that got all of us started in thinking along these lines. Being a Refugee, a European Narrative is, in some ways, a very small and delicate exhibit. It is comprised of exactly 15 objects, but these 15 objects speak to numerous issues that are pressing to our contemporary world, in a broad sense, the question of refugees, migration, forced migration, transnationalism, and the like. And again, even though it's only 15 objects, a total of five museums contributed to this project and one great research institution. And I'm just thrilled to start by thanking our partners in this exhibit. First and foremost, that's the folks from the Akademie der Wissenschaften, the Academy of Sciences here in Vienna, specifically the Institute for Cultural Sciences and Theater History. The project manager, Anissa Hasanhodzic. Oh, God. Sorry. No, I'm bad. I mean, God. You can butcher my name in return. That's the deal. Rifet Arustemovic and Heide Marie Uhl, who is also here on the panel. Then our partner institutions in this project are the National Museum of Contemporary History in Ljubljana, the Museum of Vojvodina in Novi Sad, the Maritime and History Museum of the Croatian Littoral in Rijeka, and the Museum of Eastern Bosnia in Tuzla. And I'm so thrilled that our partners are here, Urška Pur, Kaja Žirok, Kristina Meneši, Vana Govic, Ivo Milešnić, Thea Perinčić. I'm so sorry, this is so bad. And this is being recorded, this is unfortunate. Vesna Izabegovic, Goran Karisic, Esaf Levic, Natasha Peric, and from the Wien Museum, Gerhard Milchram here, and I think I saw Vida Bakondi. Vida?
Da. Wonderful. Thank you all for making this project happen. In addition, other folks contributed to this wonderful exhibit that you will see later on the third floor. The second exhibit I mentioned, the one on Lisa Jalowicz, was curated by our colleague Alexandra Hünigmann-Tempelmeier. And then I'm thrilled to celebrate and honor the folks who designed and made this exhibit a physical reality. The design and graphics by Olaf Osten, one of our favorite collaborators, who's just brilliant, and I think he did a beautiful job on this project. Editing was done by Juliane Fink, Joanna White, Lisa Wögenstein, translations by Milan Paunovic, Paul Richards, and Nick Sommers. The great Rafaela Sulzner did the production. She put the whole thing together beautifully. I'm so, so, so thrilled. Registrar was Nadine Vorweiner. Conservators, Nora Gasser, Andreas Gruber, Regula Künzli, Karin Meyerhofer, Andreas Schmidt. The educational program was done by Isabel Termini Friedrich. The exhibit was built by Martina Berger, Nägel mit Köpfen, as well as our workshop, Roman Baron, Daniel Obrucker, and Martin Zeigert. Perfect Cut did the graphic design. Very important, this is the last thing I'm going to say. Money for all this came from the EU. That's the most important thing. Specifically, the European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Now, there's an easy, that comes out quickly. EACEA and the program Europe for Citizens, as well as the Austrian Federal Chancellery. We're really, really grateful for their support, and we're very proud that we're able to make this happen. And now, I've talked far too long, but I'm going to turn it over to Gerhard, the curator here at the Wien Museum, Heinemarie Uhl from the Academy of Sciences, and Adel Naim-Rehami. And our moderator, who will properly introduce all of these, is Sibylle Hamann, great journalist, Falter, Presse, and the person we said we wanted to, you know, lead us through this conversation, because I think I speak for a lot of people here that your writings on the refugee crisis are the most trenchant that we have. And thank you for what you do. And thank you for agreeing to lead us through this conversation. Welcome. So, danke ganz herzlich, Matti Bunzel, für diese wunderbaren einführenden Worte und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, wo wir mittlerweile gewöhnt sind, dass wir meinen, es kommt von außen. Flucht und Flüchtlinge, das sind die anderen, normalerweise im Diskurs. Wenn wir es uns aber ein bisschen historisch korrekt anschauen, kommen wir drauf, Flüchtlinge, das sind eigentlich auch sehr häufig wir hier in Europa. Fluchtgeschichten gibt es, da müssen Sie wahrscheinlich in Ihren Familiengeschichten gar nicht so lange suchen, in beinahe jeder Familie. Die haben sich eingeschrieben, so in diese Anekdoten, die man über Generationen weiterreicht, und sie haben sich auch eingeschrieben in kollektive Narrative in Europa. Vertreibung, Entwurzelung, Flucht, das sind Themen, Erfahrungen, die uns in Europa verbinden. Ja, und über diese verbindenden Erfahrungen gibt es jetzt eben auch diese gemeinsame Ausstellung. Martin Bunzel hat schon erwähnt, wo das Geld herkommt, nämlich vom Programm Europe for Citizens. Er hat auch die 5 Museen bereits erwähnt, die hier beigetragen haben. Jedes hat 3 Objekte bereitgestellt aus verschiedenen Epochen von Fluchtgeschichten. Diese Ausstellung ist schon ein bisschen durch Europa getourt. Hier ist, glaube ich, die letzte Station. Ist das richtig? Das heißt, wir machen sowas wie eine Vernetzung nicht nur der Institutionen, sondern wir wollen auch sowas vielleicht wie eine Zusammenführung der Geschichten hier versuchen, auf das vielleicht am Ende sowas wie eine große gemeinsame europäische Geschichte dabei rauskommt. Ja. Und diesen gemeinsamen Versuch wollen wir heute beginnen mit einer kleinen Diskussionsrunde. Ich möchte Ihnen die Gäste vorstellen. Adel Naim-Rehami ist Jurist,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte. Er beschäftigt sich vor allem mit den Themen Asyl in Verbindung mit rechtsphilosophischen Fragen. Er hat früher auch mit Asyl- und Fremdenrecht sich beschäftigt bei der Diakonie, beim IOM und auch beim Asylgerichtshof. Heidemarie Uhl, sozusagen eine wesentliche wesentlichen Beitrag geleistet hat zu dieser Ausstellung, ist Historikerin am Institut für Kulturwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie lehrt Zeitgeschichte an den Universitäten Wien und Graz und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Memory Studies, könnte man übersetzen mit Gedächtniskultur, mit Schwerpunkt Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Und neben mir Gerhard Milchram, er ist ebenfalls Historiker, aber auch Museologe, das ist ja auch ein Fach, oder? War früher Kurator am Jüdischen Museum, seit 7 Jahren Kurator hier am Wien Museum. Er ist hier zuständig für politische Geschichte und Stadtchronik, auch für Restitutionsfragen und interessiert sich auch speziell für Migrationsgeschichte und er hat diese Ausstellung auch mitkuratiert. Ja. Fluchtobjekte eignen sich ja eigentlich nicht wirklich für ein Museum. Auf eine Flucht nimmt man wenig Objekte mit, mehr Objekte lässt man zurück. Das ist so eigentlich das Wesen einer Flucht. Es geht um Verlust und nicht um Aufbewahren. Dennoch hat sich jeder und jede der hier Anwesenden jetzt ein Objekt aus dieser Ausstellung ausgesucht, so quasi als Pate. Und wird uns darüber ein bisschen was erzählen, was das über Flucht uns lehren kann. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Gerhard Milchram. Welches Objekt haben Sie sich ausgesucht und warum? Es ist ein Objekt, das Sie jetzt schon sehr, sehr lange betrachtet haben, hier am Screen oder an beiden Screens. Und Sie sehen hier Menschen, die vor der Karmeliterkirche stehen. Es ist eigentlich erst einmal überhaupt nicht offensichtlich, dass es sich hier um ein Objekt handelt, das eine Fluchtgeschichte oder Fluchtgeschichten erzählt, sondern eine Fotografie. Und es ist wert, diese Fotografie ein bisschen näher zu betrachten, denn wie ist sie ins Haus gekommen? Sie war Teil der sogenannten Kriegssammlung, die 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges hier in Wien vom Bürgermeister Weißkirchner initiiert worden ist. Er wollte eben den Patriotismus zu Beginn des Weltkrieges, die großartigen patriotischen Äußerungen festhalten. Wir wissen, dass das sehr, sehr schnell ganz, ganz anders war in diesem Krieg und bereits in den ersten Kriegsmonaten, in den ersten Kriegswochen viele, viele Flüchtlinge nach Wien kamen, vor allem erst einmal von der Ostfront, von der galizischen Front, wo durch die Kriegsereignisse Menschen das Land verlassen mussten, flüchten mussten. Und was wir hier abgebildet sehen, ist eine Polizeifotografie, die über diese Kriegssammlung in das Wien-Museum gekommen ist. Und diese Polizeifotografie, glaube ich, hat auch eine interessante Wandlung im Haus selbst durchgemacht, denn auf der Rückseite, auf der Rückseite steht geschrieben, galizische Kriegsflüchtlinge am Karmeliterplatz. So weit, so gut, das ist die Beschreibung. Wir sehen also, es handelt sich um Kriegsflüchtlinge. Allerdings, das Objekt macht jetzt eine Wandlung durch, nämlich in dem Moment, wo es im Museum inventarisiert wird. Denn, wie wir wissen, bei den Galizianern, die ja flüchten mussten, waren an die 70% jüdische Kriegsflüchtlinge, die das Land verlassen mussten. Und diesen Kriegsflüchtlingen schlug eigentlich ein großer Hass gegenüber. Und ich möchte Ihnen kurz nur zwei Zitate vorlesen, die das illustrieren, nämlich aus Polizeiberichten. 19. November 1914. Die Bevölkerung nimmt das Anwachsen der galizischen Flüchtlinge mit Besorgnis wahr. Die Flüchtlinge genießen im Allgemeinen nicht die Sympathie des Publikums. Man befürchtet, abgesehen von der Teuerung der Lebensmittel,
und der Einschleppung von Krankheiten, dass viele von ihnen ständig in Wien bleiben werden und für die hiesigen Geschäftsleute eine unerwünschte Konkurrenz, insbesondere durch unbefugten Hausierhandel, bilden werden. Eintrag vom 25. März 1915. Während die Armen ihrer Arbeit nachgehen, kaufen die Juden die besseren und billigeren Lebensmittel weg. Sie machen große Einkäufe. Die armen christlichen Familien können da nicht Schritt halten. Die Erbitterung gegen diese Klasse geht so weit, dass eventuelle Ausschreitungen zu befürchten sind. Und das ist etwas, Sie erinnern uns an die neutrale Bezeichnung, galizische Kriegsflüchtlinge, das jetzt Eingang ins Inventarbuch findet. All die Vorurteile, die man gegen galizianische Juden haben konnte, nämlich, dass sich im Eintrag das plötzlich verwandelt im Straßenbörse geflüchteter galizischer Juden vor der Karmeliterkirche. Im ursprünglichen Eintrag war von Juden keine Rede, aber hier mit der Straßenbörse fließen ganz einfach viele, viele Vorurteile ein, nämlich dass durch unerlaubten Hausierhandel, durch das Einkaufen und so weiter, sie sozusagen die Wiener schädigen würden. Und das ist, glaube ich, eine interessante Verwandlung, auf die wir dann sicher auch noch zu sprechen kommen werden. Also wie man quasi für dieselben Menschen im selben Moment, in derselben Situation verschiedene Namen und Bezeichnungen findet. Ja? Sicher ein interessanter Aspekt, auf den wir noch zurückkommen werden. Herr Reihan, ich darf zu Ihnen kommen. Welches Objekt haben Sie sich ausgesucht? Ich habe mir ausgesucht eine Verordnung aus Novi Sad aus 1941, April 1941, die aus meiner Sicht paradigmatisch ist für ein grundlegendes Dilemma, das sich durch die Existenz von Flüchtlingen in ihrer Beziehung zu Staaten zeigt. Und zwar ist das eine Verordnung, ich werde kurz daraus vorlesen, die, nachdem die Ungarn gemeinsam mit ihren deutschen Freunden in die Vojvodina einmarschiert sind, ergangen ist und die zum Ziel hatte, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die dort gelebt haben, aufzufordern, das Land zu verlassen. Ich lese daraus vor. Sämtliche Personen serbischer, bosnischer, montenegrinischer und so weiter Nationalität sowie Zigeuner, weiter diejenigen Juden, die vor dem 31. Oktober 1918 im Gebiete Großungarns, mit Ausnahme Kroatiens, keine Gemeindezuständigkeit besaßen oder nicht von solchen Personen abstammen, also Einwanderer oder Einsiedler sind, haben das Gebiet des Landes binnen 3 Tagen gerechnet von 0 Uhr des 28. dieses Monats zu verlassen. Diese Verordnung und vor allem die Konsequenzen, die die Verordnung und die Umsetzung der Verordnung hatten, sind deswegen paradigmatisch, weil die Existenz von Flüchtlingen bedingt ist durch die Existenz von Nationalstaaten, die Existenz eines staatlichen Souveräns, der über ein Gebiet, das einer Nation zugeordnet wird, herrschen soll. Und Flüchtlinge typischerweise werden als jene Personen verstanden, die den Schutz eines Nationalstaates verloren haben und wo sich noch kein anderer Nationalstaat gefunden hat, der bereit ist, sie aufzunehmen oder zu assimilieren. Die Geschichte dieser Verordnung und deren Konsequenzen geht so weiter, dass die in der ersten Zeit, in den ersten Monaten nach dem Erlass der Verordnung, diese Personengruppen des Landes tatsächlich verwiesen worden sind, abgeschoben worden sind, in die südliche und südwestliche Vojvodina, also in kroatisches und in serbisches Gebiet. Aber was dann auch interessant ist, was wiederum beispielhaft ist, dass nach einiger Zeit, ich glaube nach circa 2 Monaten, wenn ich richtig liege, nach einem Monat sogar, bereits im Mai, durch eine weitere Verordnung bestimmt worden ist, dass auch in diesen Gebieten kein Platz mehr für diese Flüchtlinge ist, was dazu geführt hat, dass sie interniert worden sind.
unter anderem im Lager in Zarvar, falls ich das richtig ausspreche, ein Internierungslager, und dort dann auch einige umgekommen sind. Also das Lager sozusagen auch als der Ort, wenn Menschen, die eben keinen Nationalstaat mehr vorfinden, der bereit ist, sie aufzunehmen, quasi symbolisch ist auch für den Ausschluss aus diesem System der Nationalstaaten und auch wie eine Vorstufe ist letztlich auch zum physischen Tod. Ja, das Motiv des Ausschlusses, ja, auch der Ausbürgerung, ist auch eines, auf das wir wahrscheinlich auch an anderen Schauplätzen noch Gemeinsamkeiten finden werden können. Heidemarie Uhl, Sie sind dran. Danke, und ich habe mir ein ganz banales Objekt auf den ersten Blick, wie es wieder Vakondi in ihrer Projektbeschreibung, sie hat das Projekt ausgesucht, und ich würde sie nachher gerne fragen, wie sie es geschafft hat, das aus dem persönlichen Bereich auch in die Ausstellung zu bringen, nämlich ein Objekt, das uns auf den ersten Blick ganz banal erscheint, das aber, wenn man den Hintergrund kennt, eine unglaublich, ja, können wir sagen, die persönliche, ich habe es deswegen ausgewählt, wir haben hier quasi den Blick der Herrschaft, ja, wir haben den Blick der Herrschaft auf die Flüchtlinge, wir haben die Verordnungen der Herrschaft. Bei diesem Objekt geht es darum, um die persönliche Erfahrung von Flucht und Vertreibung. Und es handelt sich um einen ganz banalen Notizzettel. Wir haben überlegt, es kann noch kein Post-it gewesen sein, denn Post-its gab es damals noch nicht, aber es schaut aus wie ein Post-it. Und mit einer Liste, was man alles mitnehmen kann. Der Hintergrund ist die übergeben gewissermaßen aus einem Privatbesitz von Radmila Erzeg. Und sie musste 1992 aus Svornik fliehen mit ihrer Familie. In Svornik wurde von serbischen paramilitärischen Einheiten besetzt. Die muslimische bosnische Bevölkerung musste fliehen oder war mit Ermordung bedroht. Und Radmila Erzeg konnte nach Novi Sad fliehen, ist aber wieder, und das ist das Besondere an der Geschichte, ist aber wieder zurückgekommen, um ein paar Dinge aus ihrem Haus zu retten, das sie verlassen musste. Und es berührt einen zu sehen, das sind nur so wenige Dinge. Also was ist wichtig? Und es ist wichtig, sind private Dinge, sind Filme. Was ist es denn? Was steht denn drauf? Ich habe die englische Übersetzung. Sonst kann Anissa sicher aushelfen. Es steht drauf, Filme, eine Videokassette, eine Musikkassette mit Asias Stimme. Da steht nicht so drauf. Das ist die jüngste Tochter. Die Familie hatte zwei Töchter. Ein Transistorradio, ein Adapter, Battery Charger, dann die Besitz. Also das sind so alles Dinge, die man braucht oder die man aus persönlichen Gründen möchte, retten möchte, aber auch natürlich der Besitztitel für das Haus in Sarajevo und ein Besitztitel für Sakar, wo wir gedacht haben, das ist vielleicht eine Liegenschaft, und Diplome, also Nachweise von erworbenen Diplomen. Es ist eine Mischung von persönlichen Erinnerungsgegenständen, Erinnerungen an die Kindheit der zwei Töchter, und wie gesagt, unter Lebensgefahr aus diesem Haus geholt. Diese Liste hat dieses Anschein des Banalen, und es ist doch quasi das ganze Leben, das man mitnehmen kann, auf einem ganz kleinen Zettel. Und kein Wunder, dass es gewählt wurde für den Flyer, weil es eben so ein faszinierendes Objekt ist. Und das Faszinierende ist auch daran, dass diese Liste wie ein Erinnerungsstück in Ehren gehalten wurde, dass es gewissermaßen zu den zentralen Dokumenten der Flucht auch gehört. Und da sind wir schon mitten in der Ausstellung, nämlich zu fragen, welche Objekte sind überhaupt in unseren Museen über Flucht, über Vertreibung, und was können sie uns über die Menschen, die flüchten müssten, erzählen? Wollen Sie die? Sie schauen so aus, als würden Sie gleich darauf antworten wollen. Tun Sie es doch. Ich fühle mich ja auch gleich angesprochen. Welche Objekte sind denn in den Museen? Ich denke, da muss man zwei Linien auch einmal ziehen und erst einmal sagen, wofür interessiert sich denn so ein Museum, insbesondere ein Stadtmuseum? Vielleicht muss man ein bisschen zurückschauen auf die Gründungsgeschichte, also in den 1880er Jahren im Fall des Wien-Museums. Und da geht es darum, ganz einfach, ja, diese bürgerliche Gesellschaft abzubilden, die
Errungenschaften dieser bürgerlichen Gesellschaft zu zeigen, die heroischen Zeiten Wiens zu zeigen. Und es geht ganz bestimmt nicht darum, in dieser Zeit das Schicksal von Randgruppen zu zeigen. Das ist etwas, womit viele Museen, glaube ich, begonnen haben, und ein Interesse für Alltagsgeschichte und damit einhergehend eigentlich auch ein Interesse für Gruppen, die auf den ersten Blick nicht dazugehören, für Randgruppen und eben auch damit für Flüchtlinge. Das ist etwas, was sehr, sehr spät einsetzt, das in den 70er Jahren vielleicht einsetzt, wo man aktiv beginnt, sich auch darum, solches für das Museum zu erschließen und zu sammeln. Wir können natürlich, und das tun wir auch, jetzt nachzusehen, wie in dem Fall von diesem Foto, was gibt es aber doch, was gibt es Überreste in den Museen, die uns Fluchtgeschichten erzählen können, wie eben aus dieser Kriegssammlung, die eben so mehr oder minder beiläufig reinkommen. Und es zeigt, es gibt noch ein anderes Problem, denke ich, das sich sehr, sehr oft gezeigt hat, wenn man versucht, Flucht zu sammeln. Flucht entzieht sich sozusagen erstmal eigentlich einer Sammlungstätigkeit. Denn es ist eben flüchtig. Was Menschen mitnehmen auf der Flucht, ist das Notwendigste. Es ist etwas sehr, sehr Persönliches, das man nicht ganz einfach hergibt, das man erstmal auch gar nicht als museumswürdig erachtet, sondern etwas, das zu einer ganz, ganz persönlichen Geschichte gehört. Und ich denke, daher ist es auch immer ganz, ganz schwierig, auf aktuelle Ereignisse im Sinne des Sammelns zu reagieren. Wenn ich da zum Beispiel jetzt ganz spontan fragen kann, wenn Sie jetzt ein Objekt der aktuellen Flüchtlingskrise dieser Ausstellung hinzufügen müssten, wo würden Sie da suchen, in welcher Ecke, was hätten Sie für Ideen, was würden Sie da in eine Vitrine stellen? Wir haben 2015 all diese Schwierigkeiten erfahren, und was dann tatsächlich gesammelt worden ist, ist sozusagen etwas der Verwaltung, zum Beispiel vom Westbahnhof, diese Plakate, die Flüchtlinge einwiesen, wo sie jetzt bestimmte Hilfsorganisationen finden, wo sie eine Kinderbetreuung finden und so weiter. Wir haben aber nicht etwas von diesen Flüchtlingen selber, weil wir sammeln ja auch eine große Hemmung besteht, jetzt zu einem Flüchtling zu gehen, so, oh, könnte ich dein Handy haben, ne? Etwas, was ganz, ganz wichtig ist, Handys absammeln ist eine Sache, die man politisch ein bisschen belastet ist derzeit. Es braucht, der Flüchtling braucht sein Handy ganz einfach. Da sind die persönlichen Fotos drauf, da sind unter Umständen Dokumente drauf, da sind Telefone. Damit kommuniziert man mit den Freunden, mit den Bekannten, mit der Familie. Das ist also ein Gegenstand, den man unmittelbar braucht, der notwendig ist. Das wird also vielleicht in einigen Jahren in einer Sammlung landen, aber nicht sofort. Es gab ja eine Gruppe, die gesammelt hat an der ungarischen, österreichischen Grenze, und die haben versucht, die Hinterlassenschaften der Flüchtlinge aufzusammeln, im wahrsten Sinne des Wortes, ist zurzeit im Niederösterreichischen Landesmuseum zu bewundern, im Haus der Geschichte. Und das sind so Gegenstände, die aus irgendwelchen Gründen zurückgelassen worden sind. Aber eben nicht mitgenommen, genau. Ja. Ich möchte gern bei den Dingen bleiben, die mitgenommen wurden. Und davon sprechen, dass es ja Gemeinsamkeiten in der menschlichen Erfahrung gibt. Gibt es so Dinge, ja, die Menschen immer mitnehmen, weil sie so etwas wie Identität sind oder etwas, was man einfach, auch wenn man es nicht braucht, trotzdem bei sich behalten möchte? Ich finde den Unterschied, der jetzt hier rausgekommen ist, ganz wichtig zu sagen, Dinge, die Menschen zurückgelassen haben, die man gar nicht kennt. You don't know the things people left somewhere. Man weiß nicht, wer war das. Ja? Und Dinge, zu denen haben wir keine Geschichte.
Und wir sehen an all diesen Objekten, die Sie hier auch sehen, in dem Leporello und die die Museen alle ausgewählt haben, also jedes Museum hat 3 Objekte aus seiner Sammlung ausgewählt, alle diese Objekte haben eine Geschichte. Und wir würden dieses Post-it gar nicht verstehen, wenn nicht Kuratorinnen und Kuratoren wie der Vacondi in dem Fall diese Geschichten recherchiert hätten. Das heißt, Dinge sprechen erst durch Geschichten. Und das ist ganz problematisch, wenn man keine Geschichten hat. Also die Dinge der Macht sprechen natürlich zu uns, da braucht man keine Geschichte. Aber die Erfahrung von Menschen, die flüchten mussten, die können wir nur durch die persönlichen Geschichten gewinnen. Und Objekte, die mitgenommen werden, wir haben es hier gesehen, das ist auch immer der Besitz, den man zurücklässt. Also das ist ja in vielen Fällen auch eine komplette soziale Verarmung. Das heißt, man ist ja von einem Tag auf den anderen besitzlos, hat seine die ganze Ausbildung zählt nichts mehr, die ganzen erworbenen Kenntnisse zählen nichts mehr. Und da ist etwa die Besitzurkunde oder, und das ist ein ganz wichtiges Objekt, das wir etwa auch bei Flucht und Vertreibung in der europäischen Geschichte sehen, ist der Schlüssel. Also der Hausschlüssel. Und diese Schlüssel sind dann immer auch die Erinnerung an eine Zeit, wo einfach auch der Status ein ganz ein anderer war und auch der Schmerz, dass Dinge nicht zurückgegeben werden. Also diese ganz, würde ich sagen, klassischen Objekte, und wir sehen das ja zum Beispiel auch bei dem, Matti, du hast das erwähnt im Vorgespräch, bei diesem Denkmal im 2. Bezirk, dem Schlüsseldenkmal, wo daran erinnert wurde, dass die aus den Sammelwohnungen des 2. Bezirks deportierten Jüdinnen und Juden der letzte Akt der Entrechtung war die Abgabe des Schlüssels. Und ich denke, diese Erfahrungen sind gemeinsame Erfahrungen, die wirklich so eine europäische Erzählung strukturieren. Ich vermute jetzt, solange ich den Schlüssel bei mir behalte und ihn nicht irgendwo abgeben muss, schwingt da immer auch noch ein bisschen dieses Bild mit, irgendwann stehe ich wieder vor meiner Haustür und schaue, ob der Schlüssel noch passt. Oder? Ist das... Das ist auch eine Möglichkeit gewissermaßen hier noch einmal auch eine Gerechtigkeit. Das ist nicht, dass man vielleicht zurückkehren kann. Wir sehen das ja jetzt in Syrien, wie problematisch das jetzt ist, dass man quasi enteignet wird oder die Drohung im Raum steht. Aber die Idee, man könnte zurückkommen, ist zumindest etwas, was einen bewegt. Und es geht ja hier sehr viel um Erinnerung, Gedächtnis, auch das Emotionale. Und da schwingt alles dieses verlorene Leben in diesem Schlüssel mit. Ich weiß nicht, ob Sie auch die Erfahrung in Ihrem Umgang mit Flüchtlingen, was Besitz ausmacht und so weiter gemacht haben. Entschuldigung, dass ich so weiter schon. Gleich was dazu sagen. Mit Schlüsseln habe ich keine Erfahrung, aber mit Handys schon. Weil wir beim Thema gemeinsame Erfahrungen sind und ich versuche so ein bisschen schneisend durch die Geschichte zu schlagen, auch was die rechtliche Situation von Flüchtlingen betrifft. Sie haben erwähnt die Ausbürgerung, die Internierung. Da gibt es ja Gemeinsamkeiten in allen Phasen der Geschichte, in verschiedensten Ländern, Situationen, durch die jeder Flüchtling durch muss. Können Sie da ein paar Parallelen vielleicht für uns nachzeichnen? Zu heute? Na, zu in den verschiedenen Flüchtlingsbewegungen, die wir hier auch in der Ausstellung sehen. Also grundsätzlich ist ja die Erfahrung der Flucht, einerseits quasi Erfahrung von Verlust, aber die auch deswegen so prägsam ist, weil die neue Heimat noch nicht so etabliert ist. Ja, also wenn wir jetzt verreisen würden in ein anderes Land und mit dem Ziel vielleicht dort auch längerfristig zu bleiben, weiß nicht, ob wir unsere Hausschlüssel von hier mitnehmen würden oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil wir davon ausgehen, wir werden dort ein neues Leben anfangen. Wir sind uns sicher, durch unseren Reisepass, den wir haben und die Bewegungsfreiheit, die wir haben, dass wir uns dort niederlassen werden und längerfristig bleiben werden. Die Erfahrung der Flucht ist vor allem geprägt und es ist etwas, das sehen wir immer wieder durch die Geschichte hindurch, geprägt von einem Zustand oder einem Status, das könnte sagen, der Nichtzugehörigkeit oder des Limbo, also einem des Status des Inzwischenseins, nicht zu Hause zu sein, aber auch nicht an einem neuen Ort zu sein.
noch keinen Platz zu haben, der einem selbst gehört, wo man sich sicher sein kann, dass nicht am nächsten Tag man wieder zurückgeschickt wird oder den Platz wieder verliert. Und natürlich gibt es etliche Beispiele von solchen Situationen des Limbo, was ich glaube ich, des Inzwischenseins, was sich, denke ich, geändert hat, ist nicht dieses Prinzip, sondern der politische, rechtliche Kontext. Wir sehen zum Beispiel, dass natürlich seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat sich in Europa ein rechtlicher Rahmen entwickelt, der jedem, der es schafft, seinen Fuß auf europäischen Boden zu bringen oder in Kontakt zu kommen mit europäischen Behörden, sei es auch am Mittelmeer beispielsweise, hat Zugang zu einem Asylverfahren, Zugang zu menschenwürdigen Aufnahmebedingungen im Bestfall. Und letztlich, wenn sozusagen sein Verfahren positiv beendet ist, auch Zugang zu einem Rechtsstatus, zu einem Flüchtlingsstatus, bis hin dann auch zur Staatsbürgerschaft. Das hat es damals alles nicht gegeben. Dieser Rechtsrahmen hat sich erst entwickelt. Das heißt, Situationen innerhalb Europas, wo jemand in diesem absoluten Status der würde ich jetzt bezeichnen, Rechtelosigkeit und völliger Nichtzugehörigkeit verhaftet ist, werden innerhalb Europas seltener. Was wir aber sehen, ist eine Entwicklung der Externalisierung. Das heißt, wir sehen heute beispielsweise, wie in Libyen ein Zustand gänzlicher Rechtelosigkeit vorherrscht. Und mit dem Wissen, dass eben sobald Kontakt hergestellt ist mit europäischen Behörden oder mitgliedstaatlichen Behörden, dass dann sozusagen Zugang zu einem Verfahren gewährt werden muss, hat sich die Politik der Europäischen Union dahingehend verlagert, Menschen beispielsweise in Ländern wie Libyen einzuschließen, mehr oder weniger, und quasi diesen Zustand der Rechtelosigkeit beharrlich werden zu lassen. Und insoweit unterscheidet sich dieser Zustand heute nicht essentiell von dem, der beispielsweise Flüchtlinge nach dem Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen hat, die in Hunderttausenden und Millionen quasi staatenlos geworden sind und rechtelos geworden sind. Was das eigentlich heißt, plötzlich kein Bürger mehr von etwas zu sein, das kann man sich ja heutzutage oft gar nicht so leicht vorstellen. Dennoch, alle Menschen, die im Moment Asylwerber sind, ja, haben eigentlich keinen Status, sagt man heute. Was heißt das alles, wenn man keine Bürgerrechte hat, nicht zugehörig ist zu einem nationalen Kollektiv, zu einem Staat? Also sie, als Asylwerber, wie gesagt, hat man einen Status, sobald man es schafft, in Kontakt zu kommen und einen Asylantrag zu stellen. Und dieser Status ist verbunden mit Rechten. Ja, nicht mit vielen, ne? Also man hat keine Bewegungsfreiheit, man hat keine Reisefreiheit. Richtig, ja. Das Essentielle, würde ich sagen, was einem fehlt, ist das Recht, einen Ort zu haben, in dem man sich aufhalten darf, längerfristig. Das Prekäre am Zustand, am Status eines Asylsuchenden ist, dass der Ort, an dem er sich befindet, dass er sich nicht sicher sein kann, dass das derselbe Ort sein wird, an dem er sich eine Woche später noch immer befinden wird. Und dieser Zustand geht über jetzt ein Recht auf Aufenthalt eigentlich hinaus. Hat sehr viel damit zu tun, inwieweit man als Mensch sich in einer Situation wiederfindet, wo man tatsächlich beitragen kann zu einer Gemeinschaft, Teil einer Gemeinschaft sein kann, die gemeinsam an einer, wie beispielsweise Hannah Arendt es genannt hat, an einer gemeinsamen Welt arbeiten kann. Um das machen zu können, braucht man einen Ort, von dem man aus handeln kann. Man braucht einen sicheren Aufenthalt, wenn man so möchte. Das ist das eigentliche Dilemma, das Flüchtlinge in ihrer Beziehung zu politischen Gemeinschaften trifft, aus meiner Sicht viel mehr als jetzt die Frage, wie gut die materiellen Bedingungen sind, die gegeben sind. Man
Man muss sich ja wahrscheinlich auch immer verabschieden, in irgendeiner Form auch innerlich von seinem Herkunftsland, um wirklich richtig Fuß fassen zu können in dem neuen Land, wo man ist. Wie hat sich das abgespielt bei den großen Fluchtwellen in Europa des letzten Jahrhunderts? Also, um das jetzt auf dieses Objekt wieder herunterzubrechen, ich denke, gerade die Übergabe von Objekten an Museen ist etwas, was genau diesen Abschied auch anzeigt. Und wir sehen das ja zum Beispiel bei den Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, wenn dann die Kinder und die Enkel sagen, diese Geschichte will ich nicht mehr im eigenen Haushalt haben, die interessiert nicht die Enkel und Urenkel. Aber es ist natürlich eine Ambivalenz und wir sehen alle, dass das Ankommen natürlich auch etwas ist, was eine Gesellschaft eröffnen muss. Und wenn man jahrelang nicht weiß, in welchem Rahmen man hier auch sein Leben, aber auch das Leben der ganzen Community im Sinne von einer Gesellschaft mitwirken kann an diesem Leben, dann ist es natürlich umso schwerer, einen Abschied von der vom alten Leben, wie es etwa auch dieses Objekt ausdrückt, zu machen, das hier als Leihgabe ans Wien-Museum gekommen ist. Und es ist auch, ich glaube, in diesen Objekten spiegeln sich auch die transnational-europäischen Fluchtgeschichten wieder. Dieses Objekt ist in serbokroatisch, handelt von einer Geschichte, die sich in Zvornik, in Novi Sad, in Wien abspielt und ist im Wien-Museum. Und alle anderen Objekte haben auch diese, hier ist die Flucht immer auch eingeschrieben. Und ich denke, das ist auch so, dass dieses Bewusstsein schaffen für das Europäische in diesem Sinn, für das Europäische heute, ganz im Sinn von Europa für Bürgerinnen gewissermaßen, und so heißt ja auch das Programm, aber auch, und das war die Grundidee zu sagen, wir sehen diese Geschichten nicht. Ja? Wir haben in diesen Museen, das war auch unser gemeinsames Abenteuer, würde ich sagen, dass Anissa Hasan-Hocic und Rifat Rustemovic, die ja hier praktisch dieses Projekt bearbeitet haben, ich bin ja nur die Projektleiterin, die immer die schönen Erfolge dann würdigt, aber dieses Abenteuer war, gemeinsam zu schauen, welche Objekte gibt es in den Museen, wo wir das noch gar nicht gesehen haben. Und das, was Gerhard Milchram gesagt hat, ist natürlich genau der Punkt zu sagen, Museen sind so die Orte, wo man sagt, das sind wir, und die Geschichten, die hier erzählt werden, sind unsere Geschichten. Und das betrifft ja nicht nur Kategorien wie Flucht. Also wenn man sich die meisten Stadtmuseen oder Dorfmuseen anschaut und sieht, wer darf hier was erzählen, ja, und wer ist ausgeschlossen, ohne dass das bewusst ist. Also ich komme aus einem kleinen Dorf und in diesem Dorfmuseum wird sicher nie was über die Arbeiter, die auch in diesem Dorf gewohnt haben, zu sehen sein. Das sind halt die Bauern, die in diesem Dorf gewohnt haben. Und das erzählt einem total viel. Und in Wien sind es halt die Bürger, die ganz stolz ihre Geschichte im Museum erzählen. Und ich denke, das Wien-Museum, und wir danken ja wirklich dieser großartigen Partnerschaft, das ist durchaus nicht selbstverständlich. Das Wien-Museum hat ja auch 2005 hier sofort mit einer kleinen Ausstellung reagiert, indem man gesagt hat, wir wollen das auch zu unserem Thema machen. Und diese Aufmerksamkeit, dass das auch unser Thema ist und dass das im Museum zu sein auch was heißt, ja? Das heißt, man ist auch ein Thema für diese Gesellschaft, man ist dieser Gesellschaft wichtig. Darf ich aber genau diese spannende Frage noch ein bisschen konkreter machen? Welche großen Fluchtgeschichten haben sich denn speziell in Wien, in der Gesellschaft, in unserer Stadt, in unserem Stadtbild oder auch in unserem kollektiven Narrativ ganz besonders eingeschrieben? Welche sind denn zu wenig beleuchtet? Vielleicht können wir das im Duett machen. Es gibt nach 1945 ganz, ganz viele Fluchtgeschichten, die die Stadt betroffen haben, die das Land betroffen haben. Es sind zum Teil Fluchtgeschichten, Fluchtbewegungen, die ganz, ganz tief in das kollektive österreichische Bewusstsein eingeflossen sind. Zum Beispiel. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele Fluchtgeschichten und Fluchtbewegungen, die man vergessen hat. Beginnen wir eigentlich einmal mit dem Vergessenen. Wenn wir uns die Situation nach 1945 ansehen, dann war auch in Österreich, war Österreich und Wien auch ein Platz, wo ganz, ganz viele
Menschen waren, die hier nicht, die nicht aus Österreich waren und die aus verschiedensten Gründen hier in Lager kamen, die versuchten vielleicht in ihre alte Heimat zurückzukommen, die aus den Überlebende aus den Vernichtungslagern, aus Konzentrationslagern, Menschen mit ungewissem Status, etwas, was eigentlich eine Nachkriegsnormalität war. Und das ist etwas, was ich glaube, wir eigentlich fast verdrängt haben, vergessen haben. Das andere Beispiel wäre natürlich die Flüchtlinge aus Ungarn. Die Flüchtlinge aus Ungarn, deren Geschichte, das hat sich ganz, ganz tief in das österreichische Bewusstsein, auch in das Wiener Bewusstsein eingegraben, weil es ein Mythos ist. Ein Mythos, nämlich der großen Hilfe des jungen österreichischen Staats für die Flüchtlinge aus Ungarn. Auch wenn dieses Mythos nie gestimmt hat. Auch hier funktionieren sehr, sehr schnell die üblichen Reaktionen, dass man diese Flüchtlinge ablehnt, dass man eigentlich froh ist, wenn man sie wieder los wird. Aber es ist interessanterweise auf beiden Seiten, sowohl auf der österreichischen Seite als auch auf der ungarischen Seite, wird es als eine positive Erfahrung geschildert. Während wenn ich jetzt zum Beispiel an die Flüchtlinge aus den Jugoslawienkriegen denke, diese Menschen sind ja hauptsächlich untergekommen bei Verwandten und Freunden. Das heißt, die haben jetzt in der sozusagen Mehrheitsgesellschaft, war das weniger präsent, weil da hatte man ja weniger Anteil daran. Und deswegen kommt das wahrscheinlich auch in der österreichischen Geschichtsschreibung weniger vor, oder irre ich mich da? Also es hat einige Projekte gegeben in letzter Zeit, eben gerade die Kinder des Krieges gewissermaßen, wo es auch ein Bewusstsein dafür gibt, was das heißt, hier in einer neuen Heimat Fuß fassen zu müssen. Aber ich würde auch zustimmen, aber vielleicht gibt es ja Widerspruch aus dem Publikum oder von dir, Gerhard, dass eine unglaubliche, fast nicht bemerkte Integration und Absorption war. Ja? Also jeder von uns hat Freunde, Kolleginnen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, aber das wird nicht mehr wahrgenommen als etwas, was eine Fluchtbewegung war, weil das sich eben in kleinen Dosen gewissermaßen in die Gesellschaft integriert hat, die Menschen, die gekommen sind, gerade weil sie hier schon die familiären Beziehungen hatten. Jani, möchten Sie dazu auch noch was sagen? Sie haben sich so 30 Notizen gemacht. Ja, was ich interessant finde, ist, dass man eben bei den Flüchtlingen aus Jugoslawien, die von der Familie aufgenommen worden sind, dass man da noch immer abgespeichert hat, dass das eigentlich nicht Österreicher waren, die sie aufgenommen haben, obwohl sie eigentlich Mitglieder der österreichischen Gesellschaft waren, die diese Flüchtlinge aufgenommen haben. Also das Wir hatte sich ja quasi schon vergrößert durch die Ankunft der Familienangehörigen, die dann in der Lage waren, sie aufzunehmen. Und das finde ich insgesamt eine spannende Frage, wenn wir von Aufnahmegesellschaft reden, wenn wir von Österreich reden, wen wir dann eigentlich meinen, welche Grenzen ziehen wir da? Ziehen wir da die Grenze, dass jemand schon lang da ist oder dass er die Nationalität, dass er die Staatsbürgerschaft besitzt? Was ist das Wir von Österreich eigentlich? Das heißt, so gesehen, wenn man es so definiert, wie wir sollten, ist der Erfahrungsschatz, aus dem wir eigentlich kollektiv schöpfen könnten als Gesellschaft, noch wesentlich größer als der, wenn wir ihn sozusagen enger sehen durch das, was sozusagen offiziell vermittelt ist, auch medial und in unseren kulturellen Institutionen. Also Sie bringen mich jetzt auf eine Idee, dass ich jetzt wirklich reflektiert habe, wie viel etwa jetzt auf die persönliche Umfeld unser Institut zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen verdankt, die aus Ex-Jugoslawien gekommen sind. Und ich denke, das sind auch solche Bereicherungen, wie das Österreich nimmt ja für sich in Anspruch, diese Kompetenz gerade in Bezug auf Südosteuropa. Und diese Kompetenz gewinnen wir vor allem durch diese Menschen. Also das, was Sie gesagt haben, Erfahrungsschatz, Bereicherung, das wird hier ganz, ganz klar. Gut, dann würde ich eigentlich vorschlagen, da wir ja nur kurz hier reden wollten und eigentlich das Ganze informeller angehen wollten, indem wir in der Ausstellung oben noch weiterreden. Ist Ihnen das recht oder drängt sich noch irgendetwas auf oder gibt es noch jemanden im Saal, der unbedingt etwas anbringen muss, was jetzt für alle relevant ist? Weil sonst
hätte ich wirklich vorgeschlagen, wir verlegen das Ganze hinauf, schauen uns die Objekte an und alle der hier Sitzenden stehen auch dort zur Verfügung noch für vertiefende Gespräche. Außerdem zur Verfügung stehen werden dort auch unsere Gäste der verschiedenen Museen, die Matti Bunzel am Anfang angesprochen hat, und die bereits erwähnte Anissa Hasan-Hodzic, die federführend an diesem Projekt und in dieser Ausstellung beteiligt war, wird diese Kolleginnen und Kollegen Ihnen jetzt auch vorstellen, auch in ihrer jeweiligen Muttersprache, damit Sie sie dann oben in der Ausstellung auch erkennen, falls Sie spezifische Fragen haben oder ein spezielles Thema besprechen wollen. Anissa, bitte. Danke, Frau Hammann. Ich möchte zuerst aber alle Gäste herzlich willkommen heißen, sehr geehrte Damen und Herren. Poštovane dame i gospodo, es freut mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute mit uns zu sein. Drago mi je da ste svi našli vremena da nas budete ovdje sa nama. Zahvaljujem vam na tome. Wie gesagt, jetzt möchte ich namentlich noch alle unsere Kolleginnen und Kollegen, Projektpartner aus den vier Ländern. Die vier Länder betreffen nur die Museen. Im Projekt hatten wir noch zwei Partnerländer, und zwar Polen und Deutschland, wo wir die wissenschaftliche Institution, Forschungsinstitution als Partner gehabt haben. Dazu möchte ich noch ein paar Sätze sagen. Und zwar ein bisschen mehr zum Projekt. Natürlich danke ich mich auch der Frau Magister Katrin Kneißl, die heute hier mit uns ist aus dem Bundeskanzleramt, und die Frau Stefanie Brunnmeier, die Leiterin von Europa für Bürgerinnen und Bürger Programm für Österreich. Und ja, wie gesagt, das Projekt bezog sich auch auf die Forschung, nicht nur auf die museale Arbeit. Und bezüglich dieses Punktes hatten wir noch eine Projektpublikation, die aber im nächsten Monat hier in Wien präsentiert wird. Da, das muss ich auch noch erwähnen. Ich habe gedacht, die Marie, du erwähnst das, die Aufnahme dieses Projektes in das Kulturprogramm, also offizielle Kulturprogramm des österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, die dann vom Juli bis Ende des Jahres dauert. Und im Rahmen dieser Präsidentschaft, halt dieses Kulturprogramms, werden wir dann die Projektpublikation später vorstellen in Wien. Ich danke den Partnern, die aus der Universität Tübingen heute mit uns sind, beziehungsweise dem Professor Karl Bethke und dem Dr. Christopher Lesch, der mit uns, der aus Polen angereist ist, von der Universität Lasalski aus Warschau. Und bevor wir dann raufgehen zur Ausstellung, würde ich noch die Kolleginnen und Kollegen aus den Museen bitten, aufzustehen. Prije nego što krenemo gore da pogledamo izložbu, zamolit ću još kolege iz muzeja da ustanu. Also die werden euch zur Verfügung stehen, wie gesagt, und falls man auch weitere Fragen hat, kann man das doch noch kurz besprechen. Ich grüße den Herrn Direktor Dr. Drago Njegovan aus dem Museum von Vojvodina. Die Frau Kuratorin Kristina Meneši, auch aus Novi Sad. Die Frau Direktorin Dr. Tea Perinčić aus Rijeka. Maritimes und Historisches Museum des kroatischen Küstenlands, so heißt es auf Deutsch. Und den Kurator Ivo Milosnić. Dankeschön. Sowie die Frau Direktorin Dr. Kaja Schirok aus Ljubljana. Und die Kuratorin Urška Purg.
Und nicht zuletzt, weil das auch meine Heimatstadt ist, die Kuratorinnen aus dem Museum Ostbosniens aus Tuzla, Frau Natascha Peric und Frau Vesna Isabegovic. Ich danke Ihnen nochmals herzlich fürs Kommen und für die Geduld. Ich war ein bisschen zu lang, aber jetzt gehen wir raus. Alles gut. Ich würde sagen, ich würde voll, ja. Folgende Vorgangsweise würde ich vorschlagen. Wir gehen jetzt einfach alle gemeinsam hinauf. Sie kennen einige der handelnden Akteure und Akteurinnen. Sie reden dort, was sie wollen, in welcher Sprache sie wollen. Und wann immer sie fertig sind, ab ungefähr einer Viertelstunde ist hier alles ein bisschen umgebaut und es gibt Getränke und Buffet. Und zwar, ich höre, Schöpfgerichte, also nicht nur Brötchen. Ab 8 Uhr, also in einer halben Stunde. Wir haben eine halbe Stunde Zeit für oben. Ich wünsche viel Vergnügen und noch einen schönen Abend.